Ja, servus Leute und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Ja, ich bin gerade unterwegs in Leuchar. Ups, hat er lacht. Abwärts. Ich muss ja nachbremsen. Ich habe gerade zwei Siloballen geholt. Ich habe letzten Siloballen gekriegt. Auf dem Wege nochmal Dankeschön an Micha. Also an Siloballen von der Grund. Da habe ich leider eine aus den Oscars oder was haben sie schon gesagt, der war kaputt. Gut, das kann passieren. Ich kriege jetzt, oder habe jetzt da dafür von ihm gratis einen zweiten gekriegt, weil der andere halt kaputt war. Auf diesem Wege noch einmal vielen, vielen lieben Dank. Freue ich mich. Ja, ich bin eben mit dem IHC unterwegs, habe ich gedacht, naja, wenn du eh fährst, dann kannst du dann den zweiten gleich noch mitnehmen. Schadet ja nicht, weil was ich da habe, von da wieder haben. Ja, und jetzt sind wir schon wieder auf dem Heimweg. Beine sind geladen. Aber wenn was den Zug kriegt, habe ich auch noch zwei Leckstarken, Kieche. Auch da dafür noch einmal Dankeschön. Ja. Jetzt fahren wir wieder heim. Und dann machen wir die Spielchen nochmal. Ja,
mal schauen, der Bulldog, der macht da keine Stunden, was man geht sich dann immer gut um. Naja. Thank you.
Straße Mahndorf weiter, jetzt ist Samstag. Und ich habe gestern die Silage geholt. Und natürlich haben die Ballen gleich aufgeschnitten, weil die Kühe, die sind ja wieder an, wenn sie das sehen. Die Ballenstänger da. Dann haben wir mit dem Radlader mit dem Mulden abgeladen. War recht der Kraftakt. Also, ja, ich habe ja schon gesagt, ich werde mir wahrscheinlich so eine Zange am Arsch schaffen. Und ja, ich denke, das Geld werde ich investieren. Und wenn wir da mal einer kaufen, du blöder Gasbuck. Und nicht Zaun durch. Der Digga ABX, da tut es nicht weh. Schlimm. Ja, da werde ich mir so eine Zange am Arsch schaffen, weil fressen tun sie es ja recht gern. Kann ja nicht funktionieren, der Zaun ist ja aus. Ups. Nein, mit dir. Oh, Max, noch einmal. Depp. Ja, es ist zwar gesagt worden, es rentiert sich eigentlich nicht, aber ja, mit dem Holzgreifer, der hat so viel scharfe Kanten, eher schlecht. Und auf die Palettengabel von der Rohre drauf wäre eine Möglichkeit. Ist aber allgemein für den Transport auch nicht ganz so optimal, finde ich jetzt. Weil wir so eine Zange hier, da, ja, ich brauche so ein 2 Plus für das bisschen, aber mei. Ich mag es ja sowieso gern. Und Arbeitserleichterung ist es auf jeden Fall. Und jetzt muss ich auch mal schauen, das sind 1,40 Meter Ballen da drüben. Einmal gucken, wie sie die fressen vor der Geschwindigkeit. Weil meiner sind auf 1,10 Meter gepresst, aber wenn sie 1,40 Meter fressen, dann lasse ich vielleicht die nächsten auch auf 1,40 Meter pressen. Gibt dann ein wenig weniger Ballen. Aber wie gesagt, wenn ich es gut verfüttert kriege, ohne dass er schimmeln oder was, schauen wir mal. Ja, wie gesagt, das steht ein wenig Arbeit sparen. Und dann bietet sich auf jeden Fall eine Gabel an, weil vorhin rollt die Dinger schlecht. Das geht nicht schön. Und je nachdem, wo ich sie abstellen will, dann ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt, wenn man also so eine Zange hat. Ja, gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall die Adele steht jetzt da. Das ist eine Mischung aus Heu und Silage. Also unten drunter liegt ein wenig Heu, oben drauf habe ich Silage geschmissen. Das Heu interessiert gar nicht, ich mag lieber die Silage. Ich gebe aber das Heu immer ein wenig dazu als Raufutter, als Verdaufutter. Nicht, dass er Durchfall oder was kriegen. Ja, ja. Aber die sind begeistert. Ja, die anderen, die stehen da oben. Die gehen auch wieder nicht her. Ja. Ich muss gerade zum Holz. Ich glaube, ich finde den Stab. Auf jeden Fall, das mögen sie. Das schmeckt ihnen. Einmal gute. Ja, der Stolz ist ja frisch. Das ist auch ein wenig Heu, also haben sie auf jeden Fall noch was zu fressen. Silage haben sie halt früh schon mal einen großen Berg gehabt. Den habe ich ihnen gegeben, wie ich am Ausmisten, dass er mir nicht von dem Weg rumrennen. Das ist ein wenig schöner. Au, au, au. Soll nur alles so ein Kuh und Gas passt nicht zusammen. Lässt du dich nicht aus? Ja, auf jeden Fall, das ist nicht verkehrt. Da habe ich ihnen heute früh was gegeben, dann waren sie mir nicht im Weg gestanden, dann konnte ich schön sauber machen. Zusammen mit dem normalen Maß dahinter. Ich mache jetzt aktuell Drehtmiststall. Bei Container ist zwar innen drin auch fertig, außenrum gehört er noch lackiert, aber der Punkt, wo er nachgestellt werden soll, da stehen noch die Pflasterstar. Die Pflasterstar müssten weg. Die sollen unten in die metrische Halle rein. Da soll ja der Boden gemacht werden, weil die einer Wänden ausdrückt. Vorher kriegt aber keinen Urlaub, deswegen geht es nicht voran. Naja, es bleibt halt alles liegen. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, ja, ausgemisst, Stall frisch gemacht. Gestern die Schweine, heute noch Dode. Dass einmal die ganze Arbeit einfach erledigt ist. Servus Maggie. Servus Maggie. Na? Hallo Emma! Ja, ihr schaut aus, ne? Der dreht! Ja. Ja,
ist jetzt aktuell hier drin, Miststuhl. Aber es funktioniert. Jetzt ist sauber. Was wird eine schöne Schicht gehen bis zum nächsten Mal. Dann stützt wieder so 10, 15 cm hoch. Und dann muss man wieder ausmisten. Ich tue ja jetzt immer regelmäßig die Scheiße, was vorne drin liegt, raus. Und den Rest, dass er ein wenig Matratzen unten drin haben, habe ich ja gekillt. Jetzt ist momentan natürlich recht dünn, das Stroh. Das sind jetzt zwei Ballen Strohdohle verteilt. Schaut gar nicht so viel aus. Ist nicht sonderlich dick. Aber dass er halt wo sonst ein Nahe liegt, dass er eine ganze Woche auf dem kalten, blanken Boden liegt. Verkehrt ist nicht. Na immer, du möchtest auch lieber raus an die Silage. Schlimm. Hä? Na ja, gut. Ja, Kai und Stroh wieder rum auffüllt. Vorhin schnell. Muss in eine 10-Minuten Aktion. Ein bisschen was rein. Eigentlich wollte ich einen Rundballen, aber das schaffe ich halt zeitlich absolut nicht mehr. Unmöglich. Aber das halt, was getan ist. Gut, ja, das war's dann eigentlich für heute. Ich gehe jetzt noch unten meiner Schweine schnell versorgen. Und dann. Ja, Futter holen. Feierabend. Gott sei Dank, dann habe ich ja endlich Wochenende. Ja, wir sehen uns wieder. Lola?
Nele. Das Schloss hatten wir drei, der Hühner gibt's auch. Jetzt komm! Traum dich! Ja. Oh. Ja, Abendfütterung. Wir haben jetzt Montag, den 23. müsste heute, glaube ich, sagen. Ist ja egal, Montag auf jeden Fall. Und ja, zum Abschluss vom Video würde ich sagen, halt nochmal bei den Viecher. Weil die ja, wie gesagt, öfters vermisst worden sind. Habe ich das letzte Mal schon gesagt. Ja. Die Kleine wächst und gedeiht. Verfressen sind sie. Ja, der neue Siloballen ist ja offen, den fülle ich ja gerade. Nom, 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 nom. Stehen immer ein bisschen Heu mit rein. Und Silo. Silo kriegen sie zu früh und zu Abend. Ja, für das, dass ich Nebenerwerbslandwirt bin, mache ich da wirklich einen Haufen. Zu früh um 5.20 Uhr auf. Raus, zu den Schweinen runter, rinnt zu denen in der Silo rein. Nach Frühstücken, auf die Arbeit gehen, um 4 Uhr heimkommen, umziehen. Und ja, selbe Spielchen quasi wieder von vorne. Ja, aber das gehört halt dazu, ne? Ihr schmeckt's. Die Gurkendoda hat mich halt schon wieder geeichelt. Die schafft es immer, die steckt durch den Zaun durch, durch den abgetrennten. Und reißt mir dabei die ganzen Pfähle mit rum. Ja, und die Füße natürlich ein wenig matschert. Ja, ihr kennt's ja. Aber gut, das ist noch nichts. Also da, wo ich einmal Rinder angeschaut habe, die wohnt viel dreckiger. Da ist sie noch sauber, die Gehe. Ja, auf jeden Fall, die haben was zu mampfen. Wir haben einen frischen Stall dahinter. Den haben wir am Wochenende ausgemisst. Und... ups. Der ist natürlich auch noch sauber. Ich lasse mich noch einen Moment an. Ich muss da nämlich noch ein Getrag bzw. Schrot holen. Und außerdem brauche ich noch ein Silo für die Schweine. Ja, und da steht die restliche Bagage. Die Adele steht hinter der Emma versteckt. Sieht da unten vielleicht die Kupfer weg. Ja, und die anderen natürlich auch alle. Wie die Geier auf das Silo. Ja, den Ballen, ich habe ihn dazu angeschnitten. Ich möchte wetten, da gibt es bestimmt auch bessere Methoden dafür und auch zum Raus da. Aber zwar so Kisten da oder die langen normalerweise denen. Also wenn ich früh und abends fütter, jeweils zwei Kisten. Mehr Neid zu hauen wäre irgendwie Quatsch. Gut, ich könnte das Heu vielleicht weglassen, aber das mag ich nicht. Ich denke mal ein bisschen rauf oder es ist ein halber Ball nicht mehr im Busa kriegen. Da sie auch ein wenig zur Verdauung noch haben und da haben sie einen Stroh immer noch. Was nicht ganz verkehrt sein. Ich fahre im Moment ganz gut, die Kuhfladen sind nicht so dünn. Aber das Pferd und der Esel, Gandhi und Emma, haben keinen Durchfall oder was. Also denke ich, ist die Technik nicht verkehrt. Deswegen, ich kann den Ballen halt nicht komplett aufmachen und einfach da komplett das Netz runterschneiden und immer wieder reinschmeißen. Und zwar raufen zum Neistellen habe ich nicht. Wir werden mal gucken, vielleicht schaffe ich. Eha, schaffe ich mir sowas einmal noch an. Schön überlegt, eine Gitterbox oder was zu nehmen. Die ein wenig umzubauen und ihnen was rein zu tun. Weiß ich noch nicht. Aha. Jetzt hat er sich wieder vor der Adele in verscheuchen lassen. Das ist faszinierend, wie wollig die jetzt ist. Ja, naja, jetzt tue ich auf jeden Fall noch was für meine Schweinedode vorweg. Wie kriegen auch davon. Und da tue ich ihnen auch für morgen früh gleich eine Ladung mit weg. Die kriegen jetzt was und morgen früh dann. Dann brauche ich das nicht zu früh noch mitmachen. Ja, so schaut es jetzt quasi aus. An guten. Ja, wir sehen uns bei den Schweinen dann, haben wir. So, wie versprochen, mit dem letzten Rest vom Akku. Noch eine Rückmeldung von den Schweinen. Ja, die nehmen gerade das Silage her. Da fressen sie. Die Uma, die zwei Ebe, die Daisy und die kleine Sau. Ja, die Daisy ist immer noch da, Thorsten. Falls du das Video siehst, wie schaut es denn aus? Guck dir das mal an. Die Kleine wurde total untergebuddert. Armes Daisylein. Mensch. Ja, ja. Ja, also die Mampfen. Das Feigelchen hat natürlich auch Silo gekriegt. Ne? Nom, 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 nom. Da steht der Rest. Ich habe auch gesagt, den kriegen sie dann morgen gehen.
Und die Hühner vom hinten auch getragen. Die waren mich gleich. Nein. Die waren mich gleich aufpassen, schätze ich. Ich muss den Schalter. Jetzt. Aha. Ja, die Hühner. Da hocken sie überall, die Pfeifen. Ja, die Längeier. Tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht. Aber nicht da, wo es auch sollen. Ich habe jetzt die Boxen da, die eigentlich die Eier nach unten befördern, haben wir mit Heu befüllt. Weil die Herrschaften haben sie nämlich auserkoren, zumindest die hinausgehen, die legen ihre Eier und den Wein und decken dann schön mit Blätter zu, dass sie nicht finden. Ich habe nämlich vorgestern 12 Eier gefunden. Draußen im Wein. Und auch bloß zufällig, weil er Henner dort war, hat sie zugeschaut. Aber die waren noch gut, Gott sei Dank. Ja. Ihr sollt eure Eier da hinlegen und ihr sollt sie auch nicht fressen. Schlechte Mitarbeiter da. Also wirklich. Ja, die Box habe ich jetzt auch mal mit reingestellt. Jetzt haben wir gucken. Ich habe auch die Wildkamera hingehabt, weil ich gedacht habe, schaust du mal da. Die habe ich jetzt wieder raus. Die ist bloß eingestaubt, aber einen Eierhacker habe ich scheinbar nicht dabei. Ich frage mich dann, was die mit den Eiern machen. Weil so im Stroh finde ich keiner. Da ist nichts. Und da in den Nester ist aber auch nichts. Sehr fix nein. Oder da muss er da auch darin, dass er keine findet. Man zutrauert durch den jetzt mittlerweile alles, ne? Na, aber das ist nichts. Ja, es ist nicht ganz der Sinn und Zweck von die alle Boxen, weil eigentlich sind die ja gedacht, dass die Eier noch unten rollen. Ja, weißt du? Klar. Aber gut, was macht man nicht alles damit mit einer Reihe, wo die eine dämliche Hülle hat? Fürs nächste Jahr habe ich schon gesagt, werde ich trotzdem mal schauen, eventuell das Triestafer Landhund würde mich reizen. Sülmtale ist mir vorgeschlagen worden. Und die Augsburger. Ja, wäre eventuell auch noch was. Muss ja mal gucken, was ich herkriege. Ich werde Bruteier beschaffen. Ich bin im Kleintierzuchtverein auch drin. Passives Mitglied, ich zahle meinen Beitrag im Jahr, aber bin eigentlich so gut wie nie dabei, weil ich keine Zeit habe. Und die Australabhühner, die ich auch mal gehabt habe, habe ich schon lange nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, ich bin auch noch drin und da kann ich auch den Brutapparat mit nutzen. Und dann werde ich auch mal solche Eier ausbrüten. Mehr als dass dann wieder ein Haufen Hähne dabei sind, kann ja nicht passieren. Gut, wenn es so ist, dann ist es so, weil dann werde ich wieder auf Lehen fahren, sind wieder alle. Und dann werden sie halt eine Kopfkatze gemacht und kommen halt die Früh drüber, dass man es auch mal essen kann. Ja, so schaut's aus. Und die Bagagestelle, die wird halt dann immer noch ausgetauscht. Affen. Jo! So viel da unten. Ja, das war jetzt dann der Rest vom Video. Wie gesagt, der Akku ist, glaube ich, jetzt jeden Moment leer. Die Oma schmatzt. Silage ist gut. Jippelt euch schon wieder was ein. Nein, ihr habt gehabt. Nichts gibt's. Seid ja nicht mehr ganz sauber. Ja, ich mache jetzt dann Feierabend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zuerst mal mehr vor die Viecher, weniger Anischzeug. Aber ich denke, das ist auch mal ganz sehenswert. Ich denke, da werden sich auch gut drüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Man sieht sich wieder. Bis die doch. Servus.